Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, oder guten Abend fast schon. Zum Süden sagt man das ja eher. Ich freue mich, hier zu sein, bedanke mich sehr für die erneute Einladung, Roman-Herzog-Institut einen Vortrag zu halten. Ich tue das umso mehr, als Publikation des Roman-Herzog-Instituts letzten Jahren einen wesentlichen Einfluss auf meine, auf die Frage, wie man neurowissenschaftliche Erkenntnisse in Richtung auf soziale Organisationen interpretieren kann oder auch muss. Ich fange an mit der Ausgangslage in Organisationen. Brauche ich kaum zu beschreiben. Frage, gibt es hier einen Mangel an Resilienz? Im Rahmen der Konzepte Arbeit 4.0 und agiles Arbeiten, das kennen Sie wahrscheinlich alles auswendig, werden natürlich neue Bedingungen des Arbeitens propagiert, zum Beispiel Kultur permanenter Veränderung, mehr Digitalisierung, mobiler Arbeitsplatz, mehr Eigenverantwortlichkeit, mehr Teamarbeit, flachere Hierarchien und so weiter und so weiter. Und auch in Instituten, die ich auch jetzt leite, wird das auch alles ausprobiert. Es sieht aber so aus, dass bei diesen sehr innovativen Konzepten eins nicht genügend geprüft wurde, in welcher Weise solche Forderungen mit der Persönlichkeit der betroffenen Personen im Einklang steht, ob sie also, und zwar Führungskräfte wie Mitarbeiter, und ob dies mit ihrer Veränderungsbereitschaft, Änderungsfähigkeit überhaupt vereinbar ist. Vor etwa 3 Jahren kamen 10 Personen, 7 von Microsoft und 3 von SAP zu mir, hochrangige Vertreter dieser Konzerne, und fragten mich: Herr Professor Roth, Sie beschäftigen sich ja mit Stress und Persönlichkeit. Können wir sicher sein, dass wir das alles aushalten können? Wir haben da unsere Zweifel. Die kamen extra zum Teil von London. Das heißt, es besteht die große Gefahr, die ist ganz konkret, dass es hierbei unter anderem zu Überforderungen in Form psychischer Erkrankungen kommt. Und dies kann natürlich für Organisationen existenzbedrohlich sein. Das ist eine der gängigen Kurven. Zunahme an Burnout, Zunahme an psychischen Erkrankungen, die geht steil in die Höhe. Und das ist robust, damit muss sich die AOK zum Beispiel auseinandersetzen. Da steckt also reale Burnout-Erfahrungen dahinter und kostet Milliarden. Ich bin seit etwa 15 Jahren auch in der Wirtschaft tätig mit Instituten, die ich leite, eins in Deutschland, eins in der Schweiz, und habe also auch viele eigene Beobachtungen, obwohl ich natürlich von Hause aus Neurowissenschaftler und Psychologe bin. Und wir haben dann, meine Kollegen und ich und auch viele andere Kollegen, haben dann versucht zu analysieren, warum so viele Change-Management-Maßnahmen scheitern. Wir haben es vorhin gehört, 1 von 10 bei Start-up-Unternehmen. Wenn man vorsichtig ist, liegt das bei 70%, 80% aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir haben uns natürlich dafür interessiert, und ich habe das bei einem großen Schweizer Unternehmen auch sehr genau analysiert, was da falsch gelaufen ist. Eine ganz wichtige Sache ist, dass heutzutage immer nur gefragt wird, machen wir klassisch weiter bei der Arbeitsorganisation, bei der Teamführung, oder machen wir agil? Und häufig heißt es ja auch im Internet, wer nicht agil arbeitet, fliegt raus. Es gibt aber inzwischen große und sehr seriöse Untersuchungen, dass beides in ganz unterschiedlichen Bereichen der Unternehmen angewandt werden muss. Einige Bereiche wie Controlling, da sollte man nicht sehr innovativ sein, da sollte gewissenhaft sein. Während anderes im Marketing und so weiter, natürlich Agilität oder auch im IT-Bereich, wo ich in der Schweiz häufig arbeite, da ist das angesagt, aber es gibt nicht das Rezept. Wer agil arbeitet, wenn ich agil arbeite, fliegt raus, ist insofern verkürzt zumindest. Bei großen Unternehmen, wo ich das untersucht habe, oder meine Mitarbeiter und ich, gab es überhaupt keine hinreichenden organisatorischen, kognitiven, emotionalen Vorbereitungen der Betroffenen auf die Veränderungen. Da wurde eine Woche vorher gesagt, ach, nächste Woche kommen die Leute, die IT-Leute von SAP, und dann wird im SAP eingeführt und ihr wisst, worum es geht. Ihr kriegt das schon alleine hin und ich habe anderes zu tun. Da war schon der große Daumen ganz unten. Also die Leute wurden allein gelassen,
Und die IT-Leute waren keine Psychologen, sondern waren IT-Spezialisten, wussten nicht, wie man das etwas Schwieriges vermittelt. Es gab keine klare Darstellung der Notwendigkeit der Veränderungen, sondern nur, wir müssen uns aus Marktgründen verändern, geht kein Weg dran vorbei, keine klare Darstellung des Ablaufs der Veränderungen. Und ganz besonders wichtig, keine überzeugende Darstellung des Vorteils, den nicht nur das Unternehmen und die Shareholder haben, sondern die Mitarbeiter. Was habe ich davon, dass ich mich radikal ändern muss? So etwas wie SAP, ich weiß das von meiner Universität, das war eine Katastrophe, als das eingeführt wurde, dauerte sehr lange. Und jeder fragt sich, warum soll ich mir das antun? Und natürlich keine hinreichende Begleitung des Veränderungsprozesses. Das heißt, man verlässt sich darauf, wenn das einmal eingeführt ist, dann läuft das von selbst. Nichts könnte falscher sein. Ja, was macht die Resilienz einer Organisation aus? Resilienz, wie ich gleich zeigen werde, ist eigentlich ein Begriff, der aus der Ecke Salutogenese kommt, also Resilienz von Persönlichkeiten gegenüber Belastungen. Aber Organisationen haben natürlich auch eine Art von Widerstandsfähigkeit, müssen sie auch haben, wo man da immer vorsichtig sein muss, aus der Individualpsychologie irgendwas direkt auf Organisationen zu übertragen. Aber wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir uns einfach jenseits von rein organisatorischen Fragen, die hier nicht interessieren, klar machen, Organisationen werden von Menschen getragen und beruhen zum großen Teil, wir haben es ja auch schon gehört, auf der Art und Weise, wie diese Menschen denken und fühlen und miteinander interagieren und kommunizieren. Und davon kann man überhaupt nicht absehen. Und es gibt natürlich sachliche organisatorische Gründe, es gibt soziale und persönliche psychologische Voraussetzungen. Aber wie diese jetzt realisiert werden in einem Unternehmen bei den Beteiligten, ist viel verschiedener, als wir jemals glaubten. Menschen sind verschiedener, abgesehen von einem phylogenetischen Sockel, als wir wahrhaben wollten. Darauf komme ich gleich noch. Das heißt, meine These ist, Resilienz für Unternehmen ist deshalb untrennbar an die Resilienz der dort im Rahmen ihrer Persönlichkeit tätigen Personen gebunden. Ich will nicht sagen, dass es identisch ist. Es gibt rein organisatorische Aspekte, aber der Aspekt, den ich bearbeite, ist der Personen in der Organisation. Und die beste Organisationsform funktioniert nicht, wenn sich die Menschen darin nicht an bestimmte Vorgaben halten. Jetzt fragen wir uns mal, wovon hängt denn die Resilienz eines Menschen ab? Allgemein bedeutet Resilienz in der Resilienzforschung die psychische und kognitive Fähigkeit, Belastungen zu ertragen und wenn möglich zu bewältigen. Und dabei spielt, so haben wir, aber natürlich viele andere in der Welt, festgestellt, dass Stresstoleranz eine zentrale Rolle spielt. Diese wiederum hängt von vielen Faktoren ab, zum geringeren Teil, das ist erstaunlich, von genetischen Faktoren. Das ist die große Überraschung aus der Forschung selber. Gene spielen da eine sehr unspezifische Rolle. Viel wichtiger sind bestimmte epigenetische Prozesse vor der Geburt, häufig übertragen vom Gehirn der Mutter auf das ungeborene Kind. Darauf will ich nicht weiter eingehen, aber das ist äußerst wichtig und ganz neuer. Ansonsten spielt die entscheidende Rolle für Stresstoleranz die frühkindliche Erfahrung. Also Gene, eher wenig unspezifisch, wie die Mutter mit ihrem Gehirn, stresstolerant und nicht stresstolerant, zum Teil traumatisierten Gehirn, das vorgeburtliche Wachstum des Gehirns des ungeborenen Kindes beeinflusst, was sie tut, auch im sehr negativen Sinne zurzeit, bei den vielen bekannten Frauen. Das spielt eine ganz große Rolle. Und dann, wie wachse ich auf? Wie werde ich behütet? Wie bin ich gebunden? Wie erfahre ich, wie meine Eltern miteinander umgehen und natürlich meine Geschwister und so weiter? Diese beiden sind die allerwichtigsten Faktoren. So haben wir herausgefunden, aber wir, das ist jetzt die größere Scientific Community. Und hier bei die Stresstoleranz ist die wichtigste Grundlage für Lebenszufriedenheit, wozu es ja auch im Roman-Herzog-Institut einige sehr schöne Untersuchungen gibt. Lebenszufriedenheit ist nicht, dass ich ständig glücklich bin, das kann sowieso keiner sein, sondern dass ich über das ganze Leben hinweg mich positiv sehe und meine Chancen. Was gehört dazu? Körperliche Gesundheit natürlich, aber
Kontrolle über das eigene Leben. Sozialpsychologische Untersuchungen haben gesagt, das ist extrem wichtig. Soziale Integration, wie weit bin ich eingebunden? Das sind die beiden wichtigsten Faktoren außer körperliche Gesundheit, die überhaupt entscheidende Rolle spielen. Aber natürlich Selbstachtung. Wie fühle ich mich selber, wenn ich mit Stress und Belastung konfrontiert wurde? Und, es wurde schon gesagt, ich werde auch gleich darauf eingehen, Kompetenzgefühl und Leistung. Leistung ist außerordentlich wichtig für das Gefühl, dass ich Lebenszufriedenheit habe. Wenn ich nichts leiste, alles geschenkt bekomme oder nichts leisten kann, darf, gibt es ja auch, dann sieht das schlecht mit meiner Lebenszufriedenheit aus. Ja, ein ganz kurzer Blick ins Gehirn. Die sogenannte Stressachse, also der Teil unseres Gehirns, der schon vor der Geburt und dann ersten Lebensjahren, ein ganzes Leben lang dafür sorgt, dass wir Belastung erkennen können und sie hoffentlich bewältigen können. Das ist der wichtigste und der allererste Teil unserer psychischen Funktion. Ich will auf Details nicht eingehen, sondern will nur auf eine Sache, die sehr interessant ist, hinweisen. Stress wird bewusst und unbewusst, sagen wir mal bewusst hier, erkannt von vielerlei Hirnzentren und dann einer Struktur, deren Name Sie schon mal gehört hat, dem Hypothalamus, mitgeteilt. Jetzt ist Bedrohung da, jetzt musst du was tun, sage ich mal bildlich. Der Hypothalamus sagt alles klar und schickt dann bestimmte Stoffe, ich will das nicht weiter läutern, die Hypophyse, die Hirnhangsdrüse, und die schickt dankenswerterweise diesen Stoff an die Nebennierenrinde, in Nähe der Nebenniere oder der Niere. Und hier wird das berühmte Cortisol produziert. Auch kennen Sie als Salbe, Cortisonsalbe ist mehr oder weniger dasselbe. Und dieser Stoff versetzt uns die Möglichkeit, oder sollte es tun, dass wir mit Belastungen beliebiger Art, psychische, körperliche, soziale, was auch immer, fertig werden. Es mobilisiert meine Kräfte, es kommt zu einem Adrenalinausstoß, es kommt zur Muskelanspannung, zu erhöhter Aufmerksamkeit, was auch immer. Unterdrückung der Immunreaktion, das ist nämlich, deshalb nehmen Sie die Cortisolsalbe, damit Immunreaktionen zeitweilig unterdrückt werden, nicht für immer. So, das Ganze ist also wunderbar. Jetzt ist aber das Problem, ich muss zwei ganz wichtige Fähigkeiten haben. Ich muss Gefahren erkennen können. Ja, wenn ich das nicht kann, dann bin ich verloren. Ich muss mich aufregen können, Herr Woodstock. Aber ich muss mich wieder abregen können, weil entweder die Sache eh aussichtslos ist, ich muss verkaufen, oder ich kann was tun, ich meine, das war ja auch eine positive Lösung, haben Sie ja gesagt. Also ich muss was tun, oder ich sage, was Gott verhüten möge, es hat alles eh keinen Zweck. In jedem Fall muss jetzt der Hypothalamus und der Nebennierenrinde gesagt werden, hör auf mit der Cortisolproduktion. Hör auf, es ist zwecklos oder es braucht nicht mehr, ich muss mich wieder abregen. Und Sie wissen, wie schwierig das ist, sich wieder abzuregen. Viele regen sich auf, weniger regen sich auch wieder ab. Das Abregen, das ist wichtig, wichtige Funktion der Resilienz, absolut. Und jetzt gibt es hier einen wunderbaren Schalter im Gehirn, der sitzt in diesem merkwürdigen Gurke da, Hippocampus, ein Messfühler, ganz, ganz wichtig, einer der ersten Messfühler im Gehirn, und der misst eben den Cortisolspiegel. Und sagt, jetzt ist genug, lieber Hypothalamus, bitte fahr runter. Nicht mehr Cortisol, sonst bleibt man an der Decke. Und wenn das gut funktioniert, ich will auf Details nicht eingehen, sehr spannend, dann kriegt der Hypothalamus gesagt, fahr runter. Wenn das aber nicht funktioniert, dann geht es immer weiter. Da wird immer weiter Cortisol produziert, wir kommen nicht mehr von der Decke runter. Und wenn das immer weiter geht, ist im ersten Schritt das Burnout angesagt, eine direkte Folge der Missregulation von Stress. Und wenn das immer noch weitergeht in chronischen Stress, dann gerät man in Angststörungen und schließlich in Depression. Das merken Sie sich nur, dieser Schalter hier ist mit der allerwichtigste bei der psychischen Regulation in unserem Gehirn. Und genau der Schalter wird ganz wesentlich vom Gehirn der Mutter
vor der Geburt und von den frühkindlichen Aufwuchserfahrungen des Kleinkindes gestellt. Und da ist man schon relativ früh auf dem Wege zur guten Resilienz oder zu sehr schwacher Resilienz. Und da kann man später nicht mehr furchtbar viel für tun, sagen wir nach dem 10., 12. Lebensjahr. Man kann was tun, aber mit immer größerer Anstrengung. Das sind empirische Befunde, die wir mal so hinnehmen. Herausforderungen sind absolut wichtig. Das sagt auch nicht nur der Psychologe, sondern auch der Hirnforscher. Nämlich es gibt die berühmte umgekehrte U-Kurve zwischen Stressniveau und Leistung. Hier geht es um Lernen, aber das kann man verallgemeinern. Wenn man sich überhaupt nicht anstrengt, dann erreicht man nichts, außer in frühester Kindheit. Wenn man es zu viel anstrengt, dann gerät man in Burnout, in Depressionen und kann nichts mehr tun. Es gibt ein hochindividuelles Optimum, meist ein Nebenoptimum, das man erreichen muss, wo gerade die Herausforderung so ist, dass wir sie noch schaffen können. Und da spielt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, des Vertrauens in sich, die ganz entscheidende Rolle hat gezeigt, dass die Leute, die an ihre eigenen Kräfte glauben und sich nicht fundamental irren, diesen Punkt weiter nach hier schieben und schließlich natürlich überfordert sind. Und welche, die sich überhaupt nichts zutrauen, die schieben das Gleiche hin und sagen, ach, es lohnt sich sowieso nicht. Das ist eine physiologische Eigenschaft, die aber für die Psyche absolut fundamental ist. Ja, was ist denn als Gegenmittel für zu große Stress und als eine Basis für Resilienz denn absolut wichtig? Auch das wird sehr früh angelegt, nämlich die Bindungserfahrung. Was da abläuft, dass mein Sohn natürlich Hirnforscher und meine Enkelin vielleicht auch Hirnforscherin, ist ein paar Jahre älter, was zwischen... Und die Mutter ist auch Hirnforscherin, genauso wie meine Ehefrau. Also, Sie wissen, man hat die Verpflichtung, sein Leben richtig zu planen. Ne? Also, Spaß beiseite. Was zwischen denen abläuft, führt zur Ausschüttung dieses berühmten Bindungshormons Oxytocin. Das nämlich, so haben die Neurobiologen herausgefunden, auch wir haben das untersucht, stark stresshemmend und stark beruhigend wirkt. Das heißt, der wichtigste physiologische Faktor, natürlich auch psychologische Faktor, ist Bindung. Deshalb ist Selbstvertrauen, Aktivität, Innovation sehr wichtig, aber es muss Bindung da sein. Bindungslose Menschen geraten dann ganz schnell in Sensation Seeking, in gefährliche psychopathologische Zustände. Und das ist die Grundlage, wenn das hier gut läuft, dass ich mich im Erwachsenenalter eben auch in ganz anderer Weise bindungsfähig zeige. Und wenn das die Führungskräfte nicht haben, dann haben sie etwas ganz Entscheidendes nicht. Sie können innovativ und kreativ sein und selbstwirksam, wie sie wollen. Wenn sie nicht die Bindungsfähigkeit haben, dann fehlt ihnen etwas ganz Wichtiges. Ja, was bedeutet das jetzt für das Unternehmen? Für einen Menschen in einem Unternehmen. Hohe psychische Resilienz und geringes Burnout-Risiko, was ganz stark ansteigt, werden befördert durch, so zeigen viele Untersuchungen auch aus dem Robert-Herzog-Institut, wenn die Person ausreichende Möglichkeit der Gestaltung der eigenen Arbeit haben. Wenn sie also ein hinreichendes und für sie passendes Gefühl der Autonomie haben, der Selbstgestaltung. Das kann groß oder klein sein, je nach Persönlichkeit. Eine mag nur wenig Autonomie, der andere sehr viel. Das hängt von der Persönlichkeit ab und das komme ich gleich zum Schluss drauf, muss man genau untersuchen. Also Autonomie der Arbeitsgestaltung ist mit das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und wenn man das nicht lässt, dann schadet man vielen Menschen bei der Selbstverwirklichung. Gerechte Bezahlung der erbrachten Leistung. Das klingt trivial, aber gerecht, was ist gerecht? Absolut subjektiv. Unser Gehirn hat individuell ein sehr feines Gefühl dafür, ob eine Bezahlung, die muss nicht nur materiell sein, komme ich gleich noch drauf, ob die gerechtfertigt war.
Auch ein Lob in der Schule kann gerechtfertigt und nicht gerechtfertigt sein. Und man sagt in der Schule, ungerechtfertigtes Lob verdirbt die Sitten. Wir haben ein sehr feines Gefühl, wollen wir manchmal nicht wahrhaben, ob ich für meine Leistung zu viel oder zu wenig kriege. Und wir müssen eben genau das kriegen, wo ich sagen kann, das passt, dafür habe ich mich krumm gelegt. Gute Aufstiegschancen, wird fast überhaupt nicht gesehen, sind absolut elementar für die Arbeitszufriedenheit. Ich muss sehen können, ob ich das verwirkliche, eine andere Frage, aber ich muss aufsteigen können. Wenn es mir jetzt nicht gut gefällt, dass ich die Chance habe, ja, an einem anderen Ort kann ich das. Anerkennung durch Führungskräfte, Kollegen, Mitarbeiter, das sieht ganz arg aus. Die letzten großen Untersuchungen dazu aus dem vorigen Jahr zeigen, dass 80% der Mitarbeiter in dieser Hinsicht ihre Führungskräfte schlecht beurteilen, sehr schlecht beurteilen. Während umgekehrt etwa 80% der Führungskräfte meinen, sie seien gute Führungskräfte. Kommen wir mal sehen, wie das durcheinander geht. Soziale Einbindung, respektvoller Umgang ist trivial. Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit. Natürlich kann man Tüten kleben und kann mechanisch am Fließband was machen. Aber selbst in dem Fall, das habe ich bei Volkswagen gesehen, am Fließband studiert, hat sich fast jeder Arbeiter hat beklagt, wir kriegen nicht genügend gesagt, was das Ganze für einen Sinn hat. Der mag sehr bescheiden sein, aber muss einen Sinn haben. Wurde einfach nicht diskutiert, macht, ihr werdet gut bezahlt, habt gute Jobs, haltet den Mund und macht, wofür ihr bezahlt wird. Das ist nicht gut. Möglichkeit der Selbstverwirklichung ist klar, aber ganz besonders unterstrichen, die öffentliche Wertschätzung des Unternehmens, in dem ich tätig bin. Ich muss mich damit identifizieren können. Und wenn das Unternehmen krumme Dinge macht, will jetzt nicht keinen Namen nennen, da habe ich große Schwierigkeiten, dort meinen guten Job zu machen. Ja, das kann natürlich sehr variieren. Insbesondere sind Menschen sehr verschieden hinsichtlich ihrer individuellen und natürlich auch der beruflichen Motivationslage. Man kann allgemein drei Motivationsarten festlegen, die materielle Belohnung, sachlich-materielle Belohnung, die soziale Belohnung und die intrinsische Belohnung. Das klingt eigentlich relativ plausibel, aber wenn man ins Gehirn reinguckt und auch als Psychologe ins Gehirn reinguckt, zusammen mit der Neurobiologie, stellt man fest, dass die ganz unterschiedlich wirken, eine äußerst unterschiedliche Dynamik des Verlustes der Wirkung haben, die man unbedingt wissen muss. Und das ist sehr gut auch im Gehirn untersucht worden, woran das liegt. Hat ja auch für Drogenabhängigkeit eine große Rolle. Materielle Belohnungen, wie Einkommen, Boni, Privilegien sind sehr gut und initial wirken sie sofort. Also wer freut sich nicht über ein höheres Gehalt und so weiter und Bonuszahlung und so weiter, aber sie verlieren ihre Wirkung sehr schnell, meist negativ exponentiell, das heißt bei jeder Wiederholung derselben Belohnung, nur noch die Hälfte der Wirkung, manchmal geht es sogar hyperbolisch. Nach ein oder zweimal ist es weg. Normalerweise freue ich mich über die Gehaltserhöhung. Beim zweiten Mal denke ich, ach nett, das ja, sieht ganz gut aus. Beim dritten Mal, ach ja, ist wieder drauf. Beim vierten Mal gucke ich gar nicht mehr auf den Gehaltszettel. Ist das eingepreist, wie man sagt. Das heißt, egal wie ich belohne, es geht den Keller runter, negativ exponentiell. Was mache ich dann als moderner Industrieller? Ich erhöhe weiter die Bezahlung, ich erhöhe die Bonuszahlung, indem ich den negativen exponentiellen Abfall zu kompensieren versuche. Das klappt auch beim ersten und zweiten Mal. Dann geht aber die Diskontierung, wie man sie nennt, umso schneller runter. Das ist die Gefahr im Gehirn, dass ein extremer Gewöhnungseffekt bei materiellen Belohnungen auftritt. Und dann gibt es irgendwann einen Deckeneffekt, dann zahlt das Unternehmen sich dumm und dusselig, nur damit die Führungskräfte bei Laune gehalten werden. Und dann sagen sie, auf Wiedersehen, ich gehe woanders hin, wo ich noch mehr Geld verdiene. Da bleiben sie aber nur ein halbes Jahr oder Dreivierteljahr. Das ist dann die Hopperei zu immer neuen Jobs, weil die rein materielle Belohnung eben sich sehr schnell erschöpft. Ja? Aber
Das haben Leute wie Kahneman und Tversky schon seit langem herausgefunden. Der Entzug solcher materiellen Belohnungen ist doppelt so schmerzhaft, das ist die bekannte Theorie, wie die Lustempfindung, die ich kriege, wenn ich was Positives kriege. Harm Avoidance. Das tut richtig weh. Deshalb weiß jeder, der Boni auch vorübergehend zahlen will, dass das eine Illusion ist. Die müssen sie immer zahlen und dann reicht es immer noch nicht. Also materielle Belohnung ist eine schwierige Sache, wenn man es dabei belässt. Nun wissen viele Unternehmen natürlich, man muss was anderes machen, soziale Belohnung. Man muss loben, man muss Titel, soziale Privilegien und so weiter. Das ist schön und gut, wenn Sie auf der materiellen Belohnung aufsatteln, dann kriegt man einen längeren Schub. Aber leider ist soziale Belohnung meist ungerecht. Und jeder will mal Mitarbeiter des Monats sein. Aber wenn alle das werden, dann ist es weg. In Niedersachsen, wo ich Steuern zahle, haben die entsprechenden Behörden die Sondervergünstigungen, die der Staat seinen Mitarbeitern zahlt, praktisch an alle gezahlt. Es kam da irgendwann raus. Also unter extremen Leistungsbedingungen sollte einer mehr kriegen. Schließlich haben die Behörden allen alles gezahlt. Und damit ist das Ding vergessen. Das heißt, man kann auch nicht so viele Titel erfinden, wie nötig wären, sondern man muss das stochastisch machen, auch muss Überraschungseffekt sein kann. Also soziale Belohnungen sind genauso schwierig wie materielle Belohnungen. Und sie diskontieren, aber sie diskontieren langsamer, immerhin. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen, das ist fast eine Trivialität, aber wird nur am allerwenigsten wirklich versucht, im großen Stil zur intrinsischen Belohnung. Nämlich intrinsische Belohnung ist die einzige Belohnung, das ist auch hirnphysiologisch so, die nicht in Sättigung geht, die sogar ansteigt, wenn ich erstmal anfange mit der intrinsischen Belohnung. Wovon hängt die ab? Das kann man ja heute sehr schön auch naturwissenschaftlich feststellen, das ist ja kein psychologisches Hirngespinst, indem man guckt, wie viele Belohnungsstoffe, die endogenen Opioide, im Gehirn in bestimmten Teilen ausgeschüttet werden. Das kann man sogar am Kernspin machen. Dann sieht man, ob die Menschen sich gut fühlen, wenn sie das und das getan haben oder sie das sehen. Und daher weiß man das, dass es wirklich tatsächlich ist. Freude am Gelingen, Selbstbestätigung, Gefühl der Verwirklichung eigener Fähigkeiten und Wünsche, also Selbstwirksamkeit. Das sind die wichtigsten Dinge, die die endogenen Opioide, hirneigenen Drogen sprießen lassen. Darauf kommt es ja schließlich an. Aber auch das Gefühl, besser zu sein als andere und, wie ich schon sagte, Überzeugung, an der wichtigen Sache mitzuarbeiten. Ich bin Mitarbeiter von Hodenstock, von XY und so weiter. Ich bin Kumpel bei, das ist lange vorbei. So und so, mein Urgroßvater ist schon in die Grube gefahren. Mein Vater ist in die Grube gefahren. Ich werde auch in die Grube fahren. Wie auch immer. Ne? Das heißt, letztendlich müssen wir die allerschwierigste Aufgabe meistern, von einer rein materiellen Belohnung über eine soziale Belohnung, das ist schon schwierig, zur intrinsischen Belohnung zu kommen. Das ist die große Herausforderung und wird außer familiengeleiteten Unternehmen, ich sage es mal ganz frech, nicht gemacht oder sehr selten gemacht. Was muss eine resiliente Organisation denn dann haben, damit der Einzelne sich da verwirklichen kann? Eine inspirierende Vision, das haben wir schon heute gehört. Eine kreative Strategie, eine anpassungsfähige Organisationsform, nämlich hybrid, klassisch, agil, wo es denn am besten passt. Eine individuenorientierte Motivationsstrategie, nicht unsere Mitarbeiter, die finden das und das gut, das ist ein großer Irrtum. Man muss, wie ich gleich zum Schluss sage, ganz genau auf die Mitarbeiter, besonders wenn er dann eine Führungskraft ist, gucken. Ein effektives Mitarbeiterrecruiting und ein unterstützendes soziales Netzwerk. Ja, wo sind die großen Hemmnisse? Meine Mitarbeiter und ich haben das mit vielen anderen genau untersucht, wie man heutzutage eine Führungskraft wird. Ich kann das an meiner ältesten Tochter, dem großen Berliner Ministerium,
arbeitet an leitender Stelle, habe ich das erlebt. Die kriegte Anruf von ihrer Ministerin, sagte: Frau Dr. Roth, wir brauchen dringend jemanden im Personalbereich. Sind zwar Juristinnen, haben das nie gemacht, aber sie machen das jetzt. Und so geht es bei ganz großen Unternehmen, dass man Anruf kriegt. Und ich habe gelernt, bei einem ganz großen Unternehmen, einmal darf man ablehnen, das zweite Mal fliegt man raus. Sagt man, nee, tue ich nicht, liegt mir nicht. Darf man dann einmal sagen, aber das zweite Mal nicht mehr. Jedenfalls in vielen Unternehmen. Das heißt, wird gar nicht drauf geguckt, erstens, sind die Personen, die man da im Auge hat, überhaupt von ihrer Persönlichkeit dafür geeignet? Und da gibt es nach allen Untersuchungen, an denen wir uns auch beteiligt haben und die auch inzwischen 30, 40 Jahre alt sind, größere Unterschiede in der Persönlichkeit der Menschen, als wir wahrhaben wollen. Es wird zwar gesagt, es wurde auch vorhin gesagt, am besten ist der kreativ besonnene Unternehmensleiter. Toll. Den gibt es aber sehr selten, aus folgendem Grund, weil alle Untersuchungen über Persönlichkeitsverteilungen den klarsten Unterschied, statistisch klarsten Unterschied zwischen eher dynamisch kreativen Menschen und eher kontrollierend sorgfältigen, gewissenhaften Menschen sieht. Da ist der allergrößte, hochsignifikante Unterschied. Es gibt wenig Leute, die beides sind. Leider. Das heißt, man muss viel mehr als früher in Interviews, dazu komme ich jetzt zum Schluss, darauf achten, wen brauchen wir denn vorrangig? Brennt die Bude, sodass einer erstmal richtig Ordnung reinbringen soll? Dann brauchen wir einen gewissenhaften, sachlich korrekten und planvoll vorgehenden. Oder haben wir da eine lahme Mühle vor uns an Unternehmen, endlich mal der Schwung, da sollten wir keinen sehr gewissenhaften und keinen pingeligen nehmen, sondern genau umgekehrt, den kreativ dynamischen. Und das kann man relativ leicht durch Persönlichkeitsinterviews herausfinden. Das zeigen alle neurobiologisch-psychologischen Untersuchungen. Das heißt, ich gehe nochmal zurück, wir müssten sehr viel mehr, und die Unternehmen müssten sehr viel mehr, und wir müssten die anleiten, überlegt doch viel genauer, wen ihr in führender Position braucht. Braucht ihr einen kreativ-dynamischen, bis hin vielleicht zur Grenze des Novelty-Seeking, der eben sehr engagiert ist und wahrscheinlich auch sehr ehrgeizig ist. Das muss man dann eventuell in Kauf nehmen, bis zu einer gewissen Grenze. Oder brauchen wir den Bewahrer, den Konservativen, den Ruhigen, der endlich Ruhe in die Bude bringt. Und beides ist eben sehr schwer. Dazu aber, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, brauchen wir eine viel effektivere Personalauswahl, als gemeinhin angenommen wird. Ich musste mich in einem Job, den ich hatte, über 8 Jahre, damit bis zum Hals beschäftigen bei der Auswahl von Hochbegabten, die vom Staat bezahlt werden und inzwischen eine ganze Menge Geld kriegen. Wer ist denn nur hochbegabt? Oder welche Persönlichkeit wollen wir denn? Das war ein Nightmare. Das genau rauszukriegen, und da habe ich eins gelernt und wurde mir von Statistiker, von Fachleuten gesagt, dass die meisten, es gibt natürlich viel unseriöse Dinge, Farbtest und graphologische Test und was weiß ich alles, Rorschach, das ist absurd falsch. Steht auch inzwischen in jedem Lehrbuch, dass das Quatsch ist. Aber auch viele ernsthaftere Persönlichkeitstests leiden, das steht auch in den neuesten Lehrbüchern, unter einem großen Nachteil, dass sie alle, auch im Assessment Center, unter Selbstauskunft, auf Selbstauskunft beruhen. Das heißt, alle diese Tests fragen nach, stellen Fragen und die kotzt man an oder die beantwortet man. Und jetzt gibt es eben die Lehrbücher, auch schon seit Kahnemann und anderen, die sagen, jeder Mensch kennt sich selbst am schlechtesten. Das heißt, ich muss nicht nur nicht lügen, während ich was gefragt werde, junger Mann, meinen Sie denn, dass Sie das schaffen? Welcher Vollidiot sagt, nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Selbst wenn er in sich hineinguckt, wird er, das ist hinlänglich bewiesen, nicht seine eigene Resilienz, seine eigene Persönlichkeit vollumfänglich beurteilen können. Er weiß selbst nicht, dass das Wagnis,
was er unter Belastungssituationen bringen kann oder wo er scheitern wird. Oder kann es nur ahnen. Insofern müssen wir diese Selbstauskunft, die natürlich auch sein muss, erweitern über Interviewformen, die es schon seit Längerem gibt und die wir weiterentwickelt haben, wie man die paraverbalen und die nonverbalen Signale gleichzeitig zu dem, was jemand erzählt über sich. Paraverbal heißt, wie redet man? Glatt, schnell, überlegt, formelhaft oder suchend. Man stockt, man sucht herum und erst recht die nonverbalen Signale, die ja sehr wackelig sind, da muss man äußerst trainiert sein und das ist kein Patentrezept. Wie verhält er sich? Und der Hirnforscher kann Ihnen bestätigen, dass diese paraverbalen, nonverbalen Informationen direkt aus dem Zentrum des limbischen Systems kommen, also dass unsere Persönlichkeit auch unbewusst steuert. Alles zusammen, also es gibt kein Patentrezept, kann uns besser in die Lage versetzen, jemanden, der jetzt in Vorstand zum Beispiel befördert werden soll, dem eine sehr wichtige Aufgabe anvertraut, ob der geeignet ist. Man vertut sich immer zu 15-20%. Aber Selbstauskunft alleine ist kein genügender Faktor. Das ist hinlänglich bewiesen. Wir selber, auch selbst wenn wir nicht lügen und schwindeln, tun natürlich die meisten ein bisschen, wir können nicht anders als der Fachmann von außen in die Psyche und Persönlichkeit der Menschen hineintun. Aber von außen kann man das besser. Und dann können wir sehen, welche Richtung geht die Persönlichkeit des Menschen, welche Motivationsbestrebung hat er, wie geht er mit Erfolg um, wie geht er mit Misserfolg um, wird er die Belastung aushalten, das kann man in Grenzen, dreimal unterstrichen, aber wesentlich besser als bisher, wo man da Rorschach-Test macht oder irgendwas oder Assessment Center, die schlechte Beurteilungen bekommen haben in den letzten Jahren, kann man das besser machen. Ja, eine Organisation ist dann resilient, wenn die darin tätigen Personen resilient sind. Vielen Dank.